Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Mannschaft Info, Delta Mike Echo Mike Zulu, Roll halt Piste 01, Roll auf die Piste und starte. Unser letzter Auslandsalpenflug war leider nicht ganz so planmäßig zu Ende gegangen. Daher liegt es nahe, dass dieselbe Crew gleich mal den nächsten Hochgebirgsflug in Angriff nimmt, um ja keine großen Zweifel aufkommen zu lassen. Dieses Mal, wie schon seit langem geplant, im ausklingenden Winter. Eine Übernachtung bei Freunden sichern wir, Corona lässt grüßen, durch Schnelltests ab und der Flugplatz Kempten kann uns zwar keinen Hangarplatz anbieten, aber es soll in der nächsten Nacht nur 5 Grad kalt werden, da kann die CT auch ausnahmsweise mal draußen stehen. Außerdem checke ich noch in Hohenems und Zell am See ab, ob wir dort landen und auch etwas Benzin bunkern können. Und dann geht's auch schon an die Routenplanung. Das Grobkonzept sieht so aus. In 1,5 Stunden nach Mengen Hohentengen, dort nochmal die Beine vertreten, die aktuellen Nordems für die Schweiz checken, ob bei den Eidgenossen irgendwelche Beschränkungsgebiete aktiv sind, und danach geht's auf einen 3-stündigen Flug durch die Schweizer Alpen. Landen in der Schweiz ist ja immer ein bürokratisches Mammutunternehmen, darauf verzichten wir heute, aber fliegerisch dürfen wir uns, abgesehen von einem Flugplan, völlig frei bewegen. Das ist unsere tatsächlich geflogene Route. Am ersten Tag von Mengen über Hohenems nach Kempten und am zweiten Tag von Kempten nach Zell am See. Der Plan ist, folgende Route abzufliegen. Airport Zürich, Thunersee, Eigermönch und Jungfrau, Überquerung des Jungfraujochs und Überfliegen des Aletschgletschers, Grimselpass, Andermatt und schließlich das Martinsloch am Senjaspass. Letzteres ist bekannt geworden durch das tragische Unglück der schweizerischen Ju-52 im August 2018. Der Flug nach Kempten ist dann quasi nur noch ein Heimflug. Am nächsten Tag fliegen wir einige Pässe und Straßen ab, die jeder leidenschaftliche Motorrad- oder Sportwagenfahrer auf 2 oder 4 Rädern schon gefahren sein dürfte. Wenn man die Strecken kennt, sind sie aus der Luft sehr gut zu identifizieren, sogar im Winter. Und was man mit Fahrzeugen an einem Tag nicht schaffen kann, machen wir mal eben in 3 Stunden. Fernpass, Namenlostal, Hahntenjoch, Inntal, Reschenpass, Stilsterjoch, Sellerrunde, bestehend aus Grödner, Seller, Pordoi und Campolongo, sowie den angrenzenden Pässen Falzarego und Jo, Cortina d'Ampezzo, natürlich die 3 Zinnen, Großglockner und Edelweißspitze und schließlich die Landung in Zell am See. 2 Stunden später fliegen wir über den Königssee und Berchtesgaden sowie den Airport München wieder nach Hause. Aber bevor es nun losgeht, schauen wir noch sehr fasziniert diesem Teil hier hinterher. Einer Embraer Phenom 300, die noch vor uns in den Himmel steigt. Mit dem Vorgänger dieses Fliegers als Firmenjet bin ich mal Ende der 90er Jahre mit meinem Konzernvorstand von Köln-Bonn nach Berlin-Tegel geflogen, inklusive eines kurzen Besuchs im Cockpit. In einem solchen Flugzeug kommt der Captain noch höchstpersönlich an jeden der 6 Sitzplätze und begrüßt den Gast mit einem Handschlag. Ich habe seitdem in einem Flugzeug nie wieder in einem derart großzügigen und komfortablen Ledersessel Platz genommen. Dieser Jet ist fast so schnell wie die großen von Airbus und Boeing und fliegt nonstop 3600 Kilometer weit. Das entspricht einer Strecke von London nach Jerusalem. Nun gut, hören wir auf zu träumen und richten wir uns wieder an den Realitäten aus. Immerhin hat uns mein 100 PS Rotax auch schon nach Malta befördert. Das ist ja schließlich auch was. Aber heute heißt unser erster Waypoint Konstanz. Der Mann hier auf dem Turm öffnet freundlicherweise nach dem Abheben unseren Flugplan und kurze Zeit später rufe ich Zürich Information.
Zürich Information, grüezi Sie and good morning, Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, Zürich Information, grüezi Sie, Policy Message. Delta Mike Echo Mike Zulu, type of aircraft is CT, Charlie Tango, two people, just airborne at Mengen Hohen Tengen. VFR to Hohen Ems, Dornbirn, Lima Oscar India Hotel. Current position is 5 minutes south of Mengen. Request flight information. Delta Mike Zulu, QNH Zurich, 1034, report present altitude and your routing. Intention is going not directly, but first waypoint is Zurich CTR, then Thun. And then Jungfrau Joch, Andermatt, Chur, and then Hohen Ems. Delta Max Zulu, and again report your present altitude and to confirm your request to cross the Zurich CTR from Echo to Whiskey. Delta Mike Echo Mike Zulu, affirmative, from Echo to Whiskey, and I forgot to say we are flying with flight plan, of course, and flight plan is already open. Altitude is 3200. Delta Mike Zulu, squawk 4253, and report the beam Zurich East. Delta Mike Zulu, squawk 4253, and will report Zurich East. Delta Max, look out for unknown military traffic at your 1 o'clock 2 miles. At the moment, 2,400 feet, slow moving, probably a military helicopter in circuits. Delta Max, Echo Mike Zulu, walking out. Delta Max Zulu, traffic inside. Delta Max Zulu. Nur 10 Minuten später befinden wir uns bereits über dem Bodensee. Wir genießen den Blick auf die Insel Mainau und Reichenau und freuen uns schon sehr darauf, den Flugplatz Konstanz zu überfliegen und nicht, wie sonst, nach rechts oder links in die Platzrunde einzubiegen, sondern stattdessen in das Land der Eidgenossen einzufliegen und Kurs auf die größte Stadt der Schweiz zu nehmen. Der nächste Waypoint heißt Airport Zürich. Delta Mike Echo Mike Zulu, current position is 5 minutes northeast of Echo in 2900. Request changing frequency to Zurich Tower and will come back to this frequency after crossing. Delta Mike Zulu, squawk VFR, you can expect your crossing to be approved. Contact Zurich Tower on 118.1. Will contact Zurich Tower on 118.1. Zurich Tower, grüezi and good morning, Delta Mike Echo Mike Zulu.
Dieser und weitere zwei Erstrufe Richtung Tower Zürich bleiben überraschend unbeantwortet. Ich habe den Funkverkehr hier im Video nun um einige Pausen gekürzt und damit erheblich verdichtet, aber man kann sehr gut nachvollziehen, was passiert ist. In der Zwischenzeit sind wir natürlich längst an der CTA Zürich angekommen und müssen zur Verzögerung einen Vollkreis fliegen. Denn einfliegen in eine CTA ohne explizite Genehmigung, das sollte man sich besser verkneifen. Scheiße. Was ist das denn? Tja, kann man jetzt mal zurückgehen. Auf die andere Frequenz und den nochmal fahren. Geh mal zurück. This is Delta Mike Echo Mike Zulu once again. We do not have any connection to Zurich Tower. Do you have any other frequency? Delta Mike Echo Mike Zulu, Zurich Tower can hear you, but apparently you can't hear them. Could you try climbing up to 3,500 feet? Affirmative, we climb to 3,500 and we'll try again 118.1. Zurich Tower, grüezi and good morning, Delta Mike Echo Mike Zulu. Mike Echo Mike Zulu, Zurich Tower, what's the message? Oh, very good. Delta Mike Echo Mike Zulu, type of aircraft is CT, Charlie Tango, POB2, VFR with flight plan from Mengen to Hohen Ems. Position is nearly echo in 3500. Request crossing your CTR via echo midfield to Whiskey in 2500. Delta Mike Zulu, rough. That means you by 5? I read you only 2, please once again. Delta Mike Zulu, end. Clearance limit Echo 2, connection 034. Delta Mike Echo Mike Zulu, I understand. Crossing is approved, QNH 1034. And next report, Echo 1 and Echo 2. Delta Mike Zulu, Echo 2. Delta Mike Zulu, next report, Echo 2. Das war also geschehen. Wir waren schlicht zu tief. Der Tower hat uns zwar verstanden, aber wir ihn nicht. Okay, das kann passieren. Beim nächsten Mal also einfach auf 3500 Fuß anfliegen. Aber das ist auch schon das einzige Problemchen, das wir auf diesem Flug haben sollten. Hinter der CTA werden wir eh steigen müssen und werden während des gesamten restlichen Fluges eine ebenso hervorragende wie beruhigende Verbindung mit Zürich Information haben. Denn wir werden später über ziemlich hohe Berge und ziemlich einsame Landschaften fliegen. Delta Mike Echo Mike Zulu, Position Echo 2 in 2900. Delta Mike Zulu, Roger, proceed direction to the tower. Delta Mike Zulu, proceeding direction to the tower. Hotel Lima Hotel, traffic is a Piper on your left side, approaching Whiskey for inbound, that's around 3,800 feet. Looking out, Hotel Lima Hotel. Hotel Mike Juliet, traffic is a Cessna, approaching Whiskey, right left a bit below. Inside Hotel Mike Juliet. Hotel Mike Juliet, Roger, enter controls and via route Whiskey and expect landing on runway 28. Routing via Whiskey and expecting runway 28, Hotel Mike Juliet. Hotel Lima Hotel, Whiskey 3500 feet.
Delta Lima Hotel, roger, dimension traffic is same altitude on your left side, pretty close, frequency change is approved and information available on 124.7 JFLUG. Merci, Hotel Lima Hotel. 124.7. Delta Mike Zulu, continue now direction to Whiskey 2 and outbound route Whiskey. Delta Mike Zulu, copy it, next report, Whiskey 2, Whiskey 1. Hotel Mike Juliet, Hotel Mike Juliet, traffic is approaching Whiskey 2, opposite outbound. And we'll look out for traffic, Hotel Mike Juliet. Delta Mike Zulu, traffic is approaching Whiskey 1, opposite inbound. Delta Mike Zulu, looking out for traffic. Hotel Mike Juliet, dimension traffic now 12 o'clock, 1 mile opposite below. Inside Hotel Mike Juliet. Roger, on Delta Mike Zulu, your traffic 11 to 12 o'clock, a mile opposite above. Delta Mike Zulu, copy it, but not inside. Now it's inside, yes, traffic inside, Delta Mike Zulu. True. Zulu, a correction, Hotel Mike Juliet, you're number 1 for runway 28, join left-hand downwind for runway 28 and report a beam to tower. 1 for runway 28 and we'll join the beam and report the beam 28 for Mike Juliet. Join left-hand downwind runway 28 and report a beam to tower. Joining left-hand downwind 28 and report a beam to tower, Hotel Mike Juliet. Delta Mike Zulu, position Whiskey 1, 3000. Roger Delta Mike Zulu, next report Whiskey. Delta Mike Zulu, next report Whiskey. Hotel Mike Juliet, beam the tower, 2500 feet. Hotel Mike Juliet, roger. Wind is calm, runway 28, clear to land. Runway 28, Hotel Mike Juliet. Tower Singapore 345, ready. Morning. Hotel Mike Juliet, contact apron 121.755, party. 121.755, Hotel Mike Juliet. Hello, Singapore 345 Tower. Roger, line up runway 28. Runway 28, Singapore 345. Singapore 345, wind 100 degrees, 2 knots, runway 28, clear for takeoff. Singapore Airlines. Sorry, is up. Hello, Eurocat 401, tower line up, runway 28. Delta Mike Zulu, position Whiskey in 3000. Delta Mike Zulu, roger, frequency change is approved and information available on 124.7. Howdy. Delta Mike Zulu, 124.7, and thanks for crossing. Tschüss. Wunderbar. Backbone view frequency, Kleine Scheideck 9500 maintaining. Next will be Schilthorn and then approach 2. Zurich information, this is Delta Mike Echo Mike Zulu again. 1 minute west of Whiskey and walking again 4253. Delta Mike Zulu, Zero Information, hello again, QNH 1034, report to Beam Willisau. Whiskey Lima VOA, Delta Mike Zulu. Das muss ich suchen erst. Okay.